Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der Spielerkarriere mit Story, mit Kaiserslautern. Und wir waren jetzt mal, bevor die Saison von uns losgeht, mit unseren Kollegen ein wenig spielen. Und zwar waren wir mit denen unterwegs und haben dort in einer Bar ein bisschen Dart gespielt. Ich habe natürlich nichts getrunken, weil ich keinen Alkohol trinke. Aber hab ein bisschen mit den anderen gespielt. Und hier sehen wir mal eine Runde von der Dart-Runde, wo ich mich relativ gut angestellt habe. Auch wenn da ein paar Fehler bei waren. Aber trotzdem. Hier habe ich zum Beispiel 46 Punkte gemacht. Ne, 46 ist Schwachsinn. Ne, doch, 46. Hab grad falsch geguckt. Und dann habe ich hier nochmal 5 gemacht und danach brauchte ich die Doppel-10, um zu gewinnen. Und das habe ich dann auch geschafft. Damit hatte ich gewonnen gegen meinen Mannschaftskollegen. Und dann ging es auch schon in die Saison. Und zunächst habe ich ein Angebot von Geoville Town gekriegt für eine Leihe, aber das habe ich abgelehnt. Und dann ging es gegen Amka Perm aus Russland. Und da sind wir auf jeden Fall sehr gespannt, wie dieses Spiel ausging. Beziehungsweise wie dieses Debüt von Leist laufen wird. Es ist zwar noch kein Pflichtspieldebüt, aber auch dieses erste Spiel überhaupt für Kaiserslautern ist schon wichtig, um zu zeigen, was er kann. Aber jetzt erstmal am Kaperm spielt den Ball hoch rein. Der Ball geht am Torwart vorbei, aber ist nicht schnell genug oder geht auch nicht in die Richtung, um ein Tor zu werden. Dann aber ein Fehler von der Verteidigung, am Kaperm immer noch im Ballbesitz. Der Schuss aber... Sievers kann den Ball zur Ecke ablenken. Gerade nochmal Glück gehabt für Kaiserslautern. Danach die Ecke, die dazugehörige. Die kommt hoch rein. Kann aber erstmal geklärt werden. Und dann kam die nächste Chance in der 16. Minute. Wieder Amka Perm über außen gut durchgesetzt. Die Flanke kommt hoch rein. Geht aber am Tor vorbei. Der Kopfball. War ein regnerischer Tag hier in Russland. Und dann die dazugehörige Ecke nach 10. Minute kommt hoch rein, kann zunächst geklärt werden und der Schuss geht dann am Tor vorbei. Dann gehen wir auch schon in die 33. Minute, die Viertelstunde dazwischen passierte nichts. Jetzt mal die Kaiserslautern-Spieler Leist mit dem Lupfer auf Frey. Frey schießt, aber knapp am Tor vorbei. Das wäre es jetzt gewesen, auf jeden Fall ein schöner Lupfer dort. Hier sehen wir nochmal schön gelupft in den Lauf von Frey und der schießt ganz knapp am Tor vorbei. Da hat er sich natürlich sehr geärgert. Jetzt die 39. Minute, wieder Kaiserslautern, wieder Frey und Leist. Diesmal kommt der Ball aber nicht an. Moritz holt ihn wieder. Der Ball landet bei Jakob, der spielt weiter auf Leist und er legt ihn am Torwart vorbei zum 1:0 ins Tor. Erster Treffer beim Freundschaftsspiel-Debüt hier für das junge Talent. Sehen wir nochmal, gut durchgesetzt und dann am Torwart vorbei ins lange Eck geschoben. Hat der Torwart keine Chance, kann er nichts machen. Erstes Tor im ersten Spiel von der Nummer 17 vom 1. FCK. So kann es aus seiner Sicht gerne weitergehen und dann passiert in der ersten Halbzeit nichts mehr. Dann die zweite Halbzeit, 56. Minute am Gap-PM, aber super pariert von Sievers, der Schuss da. Echt stark gemacht und jetzt versucht Kaiserslautern mit Seufert. Der Ball landet bei Muica. Muica auf Jakob. Er spielt weiter auf Leist. Leist will ihn schicken und Jakob mit einem richtig dämlichen, unnötigen Foul da. Und weil er ihm da von hinten in die Beine springt, ist das die rote Karte für den jungen Stürmer. Und das war einfach nur unnötig in so einer Situation, da so hinzugehen. Kein Sinn macht diese Aktion dort. Keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat. In der 70. Minute dann am Kaperm mit dem Wechsel Salugin kommt für Schinder in die Partie. Außerdem wechselte auch der 1. FCK. Zoltan Stieberg kam für Marlon Frey, der ja eine gute Partie abgeliefert hatte bis dahin. Und dann kam erst die nächste Chance in der Nachspielzeit hier. Am Kaperm will nochmal nach vorne, setzt sich da gut durch mit dem eingewechselten Salugin, aber der schießt den Ball am Torwart vorbei, knapp über das Tor. Damit war diese Chance auch gegessen. Sievers kloppt den Ball nochmal nach vorne. Und dann war das Spiel auch schon zu Ende, abgepfiffen. 1:0 Sieg im ersten Spiel
damit kann man auf jeden Fall zufrieden sein in Kaiserslautern. Und die Fans haben sich auch sehr darüber gefreut. Und dann gehen wir auch schon ins zweite der drei Freundschaftsspiele, die wir heute haben. Und dort spielte der 1. FC Kaiserslautern gegen Burg Peronas aus der zweiten französischen Liga. Auch Ligue 2. Und dann holen die gleich mal gegen Kaiserslautern die Ecke hier raus. Mal gucken, was aus dieser Ecke wird. Kommt rein. Sieber wird nicht ordentlich gestört und Sievers pariert den Ball zur Ecke. Zweite Ecke in diesem Spiel, kurz hintereinander. Sieber, oder wie der Spieler heißt, weiß ich gerade gar nicht. Mit einer guten Chance auf jeden Fall. Und gleich die nächste jetzt für Burg Peronas. Der Ball kommt hoch rein, kann aber erstmal geklärt werden, landet bei Leist, den Ball aber nicht unter Kontrolle kriegt und damit war das gegessen. Dann die 28. Minute mit einem Schuss von Burg Peronas aus weiter Entfernung, aber den hat Sievers sicher. Ohne Probleme. Aber trotzdem sehen wir hier nochmal den Schuss. Naja, ohne Probleme nicht, dann hätte er ihn ja festgehalten. Aber gut pariert auf jeden Fall. Die dazugehörige Ecke kommt wieder von Hugas rein. Der Ball kommt hoch, aber wird nicht gefährlich. Und dann gehen wir auch schon in die 38. Minute. Super Pass auf Leist. Der verliert hier fast den Ball, kann ihn sich aber wiederholen. Spielt jetzt auf Jakob und der mit packt da einfach mal einen Sonntagsschuss aus. Was für ein Ding von Jakob. Im letzten Spiel noch mit Rot vom Platz geflogen. Und jetzt macht er sich hier zum Held mit diesem genialen Sonntagsschuss. Den wollen wir uns auf jeden Fall gleich nochmal angucken. Super, einfach mal abgezogen. Keine Chance für den Torwart. Hier nochmal der Pass von Leist auf Jakob. Und er zieht einfach mal ab. Der Torwart bewegt sich gar nicht erst. Hat da keine Chance. Super Schuss von Sebastian Jakob. Sowas wollen wir gerne öfter von den Lautrennen sehen. Dann zum Halbzeitpfiff kam es nach der Halbzeit zu einem Wechsel. Und zwar Daniel Halfa kam für Marlon Frey in die Partie. Und in der 56. Minute gleich mal wieder Kaiserslautern. Leist versucht sich da über außen durchzusetzen. Spielt den Ball auf Gauss. Gauss trickst den Gegenspieler aus. Passt und Leist mit einem super Schuss, der aber knapp am Tor vorbeigeht. Den wollen wir uns auf jeden Fall nochmal angucken hier. Zieht da mal rauf. Und ganz knapp rüber. Über das Tor. Super Chance auf jeden Fall. Jetzt mal Osave spielt den Ball auf Daniel Halfa, der eingewechselt wurde. Aber geht am Tor vorbei. War schon mal eine gute Chance auf jeden Fall. Für Lautern. Und jetzt die 83. Minute Burg Peronas nochmal hier. Kommt da gut durch. Castillo mit dem 1:1. Durch die Beine von Sievers. Das ist natürlich bitter. Zwei Spiele lang. Fast, also 170 Minuten lang, aus 180 Minuten, super pariert in den beiden Spielen. Und dann so ein bitteres Ding, was er da kassiert. Sehen wir nochmal, die Abwehr hat richtig gepennt und er kassiert ihn dann durch die Beine, nachdem er so eine schöne Paraden zuvor gemacht hatte. Del Castillo freut sich auf jeden Fall über diesen Ausgleichstreffer. Und dann kam es nochmal zu einem Wechsel in der 84. Minute. Algi kam für Philipp Mvene in die Partie. Sollte nochmal ein bisschen Schwung bringen, dass man vielleicht nur den 2:1-Führungstreffer machen sollte. Dann aber kurz vor Schluss nochmal Burg Peronas mit Merci. Merci schießt aber am Tor vorbei. Super Chance auf jeden Fall. Und dann in den letzten Sekunden nochmal Kaiserslautern, Jacques Sua passt den Ball auf Daniel Halfa. Daniel Halfa will ihn rüberlegen, aber er kann gerade noch so geblockt werden. Und dann war es das mit dieser Partie. Das Spiel geht 1:1 aus. Damit Kaiserslautern in diesem Vorbereitungsturnier nach zwei Spielen mit 4 Punkten unterwegs. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen und geht in Ordnung. Leist lehnte dann nochmal ein Leihangebot von Crew Alexandra ab und auch von den Sligo Rovers aus Irland, dann auch noch von einem weiteren unterklassigen englischen Team, Accrington.
Und ja, dann ging es auch schon ins letzte Vorbereitungsspiel der heutigen Folge, und zwar mit Kaiserslautern gegen Port Vale aus England. Und da sind wir auf jeden Fall gespannt, wie dieses Spiel lief. 24. Minute auf jeden Fall mal Port Vale, wird nicht entscheidend gestört, aber der Ball geht zum Glück für die Lautre über das Tor. Die nächste Chance dann in der 31. Minute, schwach gemacht von der Verteidigung von Kaiserslautern. Und dann gibt es hier den Freistoß. Dort sind wir auf jeden Fall gespannt, was aus diesem Freistoß dann wird. Port Vale legt sich den auf jeden Fall schon mal hin. Tavares wird diesen wohl schießen, aber der geht ordentlich über das Tor. Da besteht keine Gefahr für das Tor der Roten Teufel. Sehen wir hier nochmal kein Stück Gefahr für das Tor. Dann nochmal Port Vale in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Springt den Ball hier rein. Und was war das denn von Sievers? Den hätte er eigentlich parieren müssen. 1-0 für Port Vale. Das Ganze sehen wir uns gleich noch einmal an. Ja. Haben wir jetzt nicht so genau gesehen. Auf jeden Fall das erste Tor in diesem Cup von Anton Forrester. Und Kaiserslautern reagierte mit einem Wechsel. Ojander brachte in dieser Partie nichts. Musste dann nach 64 Minuten gehen. Osawe kam für ihn in die Partie. Und dann kam auch schon die Schlussphase. Und hier Port Vale. Und dann kommt Sylvester raus. Kickt den Spieler um und sieht dafür natürlich, wer hätte es auch anders gedacht, die gelbe Karte. Er war nicht letzter Mann, das heißt auch keine rote Karte. Aber die gelbe Karte hat er sich da auf jeden Fall verdient für. Dann nochmal ein Freistoß von Port Vale. Der kann nicht so wirklich geklärt werden. Kommt nochmal zum Schuss hier. Aber daraus wird nichts. Der 1. FC Kaiserslautern kann dieses Ding klären. Aus dem eigenen Konter wird dann aber auch nichts. Dafür war die Fitness schon zu weit runter, um dann nochmal ordentliche Sprints anzusetzen. Und dann war dieses Spiel zu Ende. 4 Punkte aus 3 Spielen ist weniger, als man geplant hatte, aber reichte zum Einzug ins Halbfinale, wo der Spieler darum gebeten hatte, nicht zu spielen. Und dann würde ich mich bedanken fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euch noch wunderschöne Tage. Ciao.